Die einen nennen es Revierderby, die anderen Ruhrpottschlacht. Wie man es auch nennt, auf jeden Fall war es ein tolles und spannendes Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04, das am Samstag an die 1000 Fans beim Public Viewing in den zentralen Hallen miterleben konnten. Und weil das Stadtmarketing als Veranstalter großen Wert auf entsprechende Sicherheitsvorkehrungen legte, wurde das Spiel auch zu einer friedlichen Fußballfeier für die ganze Familie. Schalke hat in Dortmund seit neun Jahren nicht mehr verloren. Die Brisanz umso höher. Schalke kann heute Meister werden. Neben mir steht jetzt zwei Bekannte, Freunde, genau, gute Freunde. Der eine ist Dortmunder, wie man sieht, der andere ist Schalker. Wer gewinnt denn heute? Ich frage mal die Schalkerin zuerst. Ja, wir natürlich. Ich hoffe es mal, dass wir gewinnen heute. Und warum meinen Sie, dass Schalke gewinnt? Da wir ja schon mal Meister der Herzen gewesen sind, denke ich mal, dass wir es dieses Jahr verdient haben, deutscher Meister zu werden. Gut, was sagt der Dortmunder? Ja, vom Herzen her Dortmund, aber ich gönn's denen. Wer hat eigentlich die Idee gehabt für dieses Public Viewing hier? Die Idee kam eigentlich von unterschiedlichen Seiten. Also zum einen kam eine Anregung vom Oberbürgermeister direkt. Zum anderen haben wir es natürlich auch von vielen Fans gehört, die einfach Interesse daran hatten, dieses Spiel zu sehen und die sich überlegt haben, gerade mit Kindern, wo gehen wir eigentlich hin? Und dann haben wir uns überlegt, kurzfristig, es macht eigentlich viel Sinn, aufgrund der aktuellen Tabellensituation, dieses Spiel heute live zu übertragen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert, wie ich sehe. Wir sind gerade in der Halbzeit. Wie ist die Resonanz? Können Sie schon was sagen? Ja, wir haben, glaube ich, den Raum bis zum Ende gefüllt. Also wir sind ungefähr hier mit 1000 Menschen und die Stimmung ist einfach gut. Es ist total friedlich, es waren überhaupt keine Vorkommnisse, zumindest bis zur Halbzeit. Ich hoffe, dass es auch bis zum Ende so bleibt. Und es ist einfach eine schöne Fußballfeier, Dortmund-Schalke. Das ist ja hier in den Zentralhallen ein Fest der Freunde. Bisher ist ja auch noch so, dass Schalke Meister werden kann, weil sie Tabellenführer bleiben. Die anderen Ergebnisse sind ja passend und ich hoffe auch, dass es so bleibt. Das war das Revierderby, Schalke gegen Dortmund, beim Public Viewing in den Zentralhallen. Es war eine ganze Menge Leute da, es war eine ganze Menge los. Wir haben ein spannendes Spiel gesehen und bei dem Erfolg, den wir heute hier hatten, bei den Leuten, Public Viewing, können wir eigentlich sicher sein, dass das bestimmt nächste Woche nochmal wiederholt wird oder vielleicht auch in der nächsten Saison nochmal. Wir sind gespannt. Ja, Schalke hat verloren, ja. Aber Sie geben die Hoffnung nicht auf, nein, oder? Nein, wir gewinnen nächste Woche. Ach so, Sie meinen, Sie wären noch Meister, auf jeden Fall. Natürlich, werden wir Meister, na klar. Wie ist die Gefühlslage jetzt? Super. Wie war das Spiel? Astrein. Und Schalke wird Meister oder jetzt definitiv nicht mehr? Nein, Stuttgart. Stuttgart? Stuttgart. Ja. Okay. Und den gönnen wir es auch. Ja klar, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnen immer die Bayern, oder wie heißt das? Nein, klar, danke. Kurz dazu zu dem Spiel, Analyse. Ja, traurig. Einfach nur traurig. Ja, einfach nur traurig. Aber die Hoffnung wird nicht aufgegeben. Nein, natürlich nicht. Nächste Woche. Nächste Woche geht's. Ist zwar nicht ganz so toll gelaufen, aber noch geht's. Es kann doch klappen. Ich wollte kurz was sagen zum Spiel. War geil. Hey, ich bin Fabbe.